Ja, liebe Zuschauer, viel Bewegung ist an den Aktienmärkten derzeit nicht zu beobachten. Kein Wunder, wir haben die Krise rund um Nordkorea nach wie vor in den Köpfen drin. Und dann müssen wir jetzt erst einmal abwarten, wie schnell sich jetzt in Deutschland eine Regierung bilden kann. Das lähmt so ein bisschen das Handelsgeschehen. Investitionen werden zunächst zurückgehalten bzw. zurückgestellt und man wartet erst einmal ab, ob es hier klarere Signale für die kommenden Wochen und Monate gibt. Wir wollen aber jetzt wenigstens mal auf den Datenkalender vom Mittwoch schauen. Das ist dann der 27. September 2017. Da bekommen wir um 14.30 Uhr am Nachmittag aus den USA aktuelle Angaben zum Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter im Monat August. Experten rechnen jetzt mal wieder mit einem leichten Anstieg um 1,1%, nachdem es zuletzt doch hier einen deutlichen Rückgang um 6,8% im Monatsvergleich gegeben hatte. Um 16 Uhr werden dann Zahlen vom Immobilienmarkt in den USA veröffentlicht mit der Anzahl der schwebenden Hausverkäufe im Monat August. Hier erwartet man einen leichten Rückgang, ehe wir dann um 16.30 Uhr, wie fast an jedem Mittwoch, auf die Veränderung der Rohöllagerbestände in den USA blicken werden. Und gerade am Ölmarkt sind ja viele interessante Bewegungen derzeit zu beobachten. Möglicherweise, liebe Zuschauer, haben Sie sich schon gewundert, warum der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent so deutlich angestiegen ist, nämlich auf den höchsten Stand jetzt seit Anfang Juli 2015. Sie erinnern sich, das war die Zeit, als es dann rapide abwärts ging mit den Ölpreisen und die Abwärtsbewegung dann erst knapp unter der 30-Dollar-Marke gestoppt werden konnte, ehe es dann jetzt wieder bis in die heutigen Bereiche nach oben ging. Hier sind interessante Zusammenhänge zu erklären. Wir hatten ja zum einen den Wirbelsturm Harvey im August, Ende August in den USA. Dort konnte das Rohöl nicht verarbeitet werden in den Raffinerien, die dann durch den Wirbelsturm geschlossen werden mussten. Aber der Bedarf war trotzdem da. Also orientierte man sich um und kaufte dann aus Europa zu. Entsprechend stieg dann auch die Nachfrage nach dem Öl der Sorte Brent. Und dann haben wir jetzt hier auch noch eine zusätzliche Spekulation laufen, weil der türkische Präsident Erdogan androhte, Öl aus der Region rund um den Irak nicht mehr durch sein Land zu lassen, sollte es hier tatsächlich zu einem Unabhängigkeitsvotum der Kurden im Irak kommen. Und das wären immerhin 500.000 Barrel pro Tag, die nicht mehr durch die Türkei fließen würden. Das würde für eine kurzfristige Verknappung sorgen. Auch deshalb hier die Sorte Brent zuletzt angestiegen.